Es gibt viele Gründe und Situationen, wo du dein Unternehmen pitchen, also präsentieren musst. Mit einem guten Pitch kannst du etwaige Investoren von deiner Geschäftsidee überzeugen und Geld für dein Unternehmen beschaffen. Mit einem überzeugenden Pitch, schriftlich oder mündlich, kannst du Kunden für dein Produkt oder deine Dienstleistung begeistern. Mit einem spannenden Pitch kannst du Partner gewinnen, die dir bei der Umsetzung deiner Geschäftsidee helfen können. Durch Pitches kannst du dein Unternehmen und deine Geschäftsidee bekannter machen. Und vielleicht wird deine Geschichte so gut, dass Leute sie sogar weitererzählen. Und was macht einen guten Pitch aus? Ein guter Pitch sollte folgende Eigenschaften haben. Dein Pitch sollte in der Regel nicht länger als 5 bis 10 Minuten dauern. Manchmal musst du in nur 2 Sätzen überzeugen oder in einem Pitch-Wettbewerb in 2 bis 3 Minuten. Du brauchst also verschiedene Längen und Formate vorbereitet und alles sollte so kurz und knackig wie möglich sein. Dein Pitch sollte klar und verständlich sein und auch von Laien verstanden werden können. Bewahre dir also die technischen Details in einem ersten Gespräch und bringe alles möglichst gut auf den Punkt. Dein Pitch sollte dein Gegenüber von deiner Geschäftsidee überzeugen können. Also brauchst du gute Argumente und musst dein Problem lösen. Du solltest deinen Pitch mit Leidenschaft vortragen. Wenn dein Gegenüber merkt, dass du selbst überzeugt bist und für die Sache richtig brennst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber auch überzeugt sein wird. Du solltest deinen Pitch mit visuellen Hilfsmitteln wie zum Beispiel schönen klaren Folien oder Videos gestalten. Das hilft, die Information besser zu verarbeiten und deine Geschichte noch besser zu verdeutlichen. Tipps zu Inhalten, wie du deinen Pitch gestalten kannst, findest du auf der Website der Let's Build Academy. Let's Build.